Guten Morgen, Leute des guten Geschmackes. Ja, ich begrüße euch. Was für eine schlechte Begrüßung. Schallert's einfach in die Tonne, vergesst das. Lasst es gut sein. So. Wir spielen heute Train Sim World 4. Mal wieder. Und uns die alten Gefühle zurückzuholen. Und wir starten auf der Arosa Line mit der RHB 4 von Chur nach Arosa. Das Ganze machen wir bei Schneefall. Mit dynamischem Wetter. Ich würde sagen, wir machen Chur Arosa, aber fahren nicht die ganze Strecke, das sprengt sonst den Rahmen. Dovetail Games, Festival of Ray Publisher Event. Ja, die guten Publisher Events sind auch wieder am Start aktuell. Schaut einfach rein. Und übrigens, schaut mein Video mit dem neuen Train Simulator. Starten wir. Fahren Sie diesen Zug südwärts. Wir starten einmal den Hauptschlüssel ein. Türen auf welcher Seite entriegeln? Das ist hier die Frage. Na. Machen wir mal beide Seiten auf, oder? Wird schon nicht schaden. So, Vakuumpumpe, ich weiß gar nicht, was das alles ist, aber... Hier gibt es noch Scheibenwischer ein. Kompressor, Zugsammelschiene ein. Zugbeleuchtung, mach mal ein. Spitzenbeleuchtung. So, sieht doch gut aus. Zugschlussbeleuchtung rot. Fahrerstandsbeleuchtung machen wir mal ein. Rückspiegel ein. So, schauen wir mal raus. Ich denke, wir können es dann auch packen. Hier geht nichts, ne? Ja, auch nicht, aber egal. So, Türen verriegeln, mach mal. Bremse ist gelöst. Eigentlich könnten wir jetzt rollen. Wenn wir nicht irgendwas vergessen haben. Scheint mir so. Ja. Wir haben was vergessen. Und was? Das ist die Frage. Leute. Ah, die Lokbremse haben wir noch drin. Schau der, die Lokbremse. Ich hoffe, dass das war. Nein, das war es auch nicht. Kompressor automatisch senken. Türen sind verriegelt.
eigentlich. Ist hinten noch irgendwas in der Lok? Kann man hier rein? Ja, schaut her, da ist noch was. So ein Lifter oder was? Irgendwas muss doch hier noch sein. Kann einfach hinterlaufen. Okay. So Leute, was fehlt, was fehlt? Haben wir hier irgendwas? Ne. Setzen wir uns in den Führerstand. Leute, Leute, was können wir da noch machen? Hm? Vielleicht die Zugsammelschiene aus. Zeigt mir an, dass noch irgendeine Bremse aktiv ist. Irgendwo ist hier bestimmt noch eine Haltebremse. Ah, schaut her. Nee. Die Segel ist. Maschinenraum. Da ist auch nichts mehr. Leute, ich bin ratlos. Ich weiß, jetzt kommen wieder die dummen Dinger wie... Hast du die Einführung gespielt? Wird alles... Ist aber schön. Eigentlich ist er doch schon startbereit, oder nicht? Ah, schaut mal, ja. Jetzt, da geht's. Jetzt fahren wir noch ein Stück durch Tour. Wir müssen hier die Verkehrs... euch beachten. Schön, oder? Mit diesem Zug einfach durch die Stadt hier bummeln. Mitten durch die Stadt mit dem Zug. Ich weiß, das Addon ist schon älter, ja, aber Leute, mich hat es nie so angesprochen, aber mittlerweile. Warum nicht? Man soll es dann mal probieren. Ich denke mal, das heißt Fahrt. Gehe ich jetzt mal vorne aus. Wenn nicht, belehrt mir das besser. Ah, das Ding hat ganz schön Power. Rückspiegel braucht man hier in der Stadt. Ja. Die Autos warten schon.
Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen jetzt Chur-Stadt. Chur. Chur. Wir erreichen jetzt Chur-Stadt. Mit der Eisenbahn durch der Stadt gibt's. Schön ist das. Mal rechts entriegeln. Wir haben natürlich jetzt eine saftige Verspätung, aber ist doch jetzt auch egal. Leute, wir fahren hier zum ersten Mal. Oh, oh, oh. Bremse sollte man hier anlassen. Schön, das ist die irdische Bahn. Wir dürfen einmal die Türen rechts verriegeln. Und fahren dann weiter. Abfahrtssignal ist auch da. Das Ding hat aber Power, das gibt's nicht. In Richtung Luen-Castile. Luen-Castile. So. Ricola. So, ich vermute, wir fahren geradeaus. Das hier ist die Weiche für den Gegenverkehr dann. Sehr gemächlich, was man hier fährt. Aber normal. Aufmachen. So, jetzt geht's aufs normale Gleis, deswegen dürfen wir jetzt auch mit 30 fahren. Thank you.
Sturm hat immer geknallt. Wahrscheinlich Eiszapfen. Schauen wir uns das doch mal hier hin vorbeifahren an. Die Trainspotter sind wieder auf Tour. Theoretische Bahn. Schneefall hält sie nicht aus. Auf. Jetzt habe ich schon ausgedacht. Weil der Zugschluss muss natürlich so sein. Jetzt den Berg hoch. Mit die 30 km/h geht's weiter. Durch das Bergmassiv von Chur. Schlängeln wir uns hier hoch ohne Zahnrad. Zahnradbahn war von gestern, heute ist richtige rätische Bahn, Power und Pferdestärken. Schön hier unten in der Schlucht, ah, was für ein Ausblick. Machen wir mal wieder zu. Hier oben wird die Luft jetzt ein bisschen kälter und dünner. Wir wollen ja noch atmen können, oder? Aber schön, dass der Weg Lawinentempomat ist. Ja, das ist schon beeindruckend. Schöne Strecke, muss ich sagen. Gefällt mir. Ich weiß gar nicht, warum ich die mir nie gekauft habe. Wir nähern uns den nächsten Bahnhof Löhren. Schlängeln uns hier weiter mit 33 auf. Weil die rätischen jetzt gefangen werden. Schön, schaut euch das an, diese Winterlandschaft hier oben. Das gibt es nur auf der Rätischen. Das gibt es nur in der Schweiz. Wenn man hier hoch schaut, schön die Sonne mit dem Bergmassiv. Also die Berge, schön gemacht. Stimmt.
Motorhaube immer geknallt. Haben natürlich jetzt die Verspätung das Problem. Dadurch hat der Gegenzug jetzt das Problem, dass er warten muss. Aber Safety geht halt vor Sicherheit. Deswegen darf man jetzt hier nicht schneller fahren. Hier ein Gleis kann das fatal werden. Das ist, glaube ich, auch Schmalspurbahn, oder? Ich glaube nicht, dass das normale... Spur ist... Ich glaube, das ist Schmalspur. So, jetzt geht's durch den Tunnel. ...2,5% Steigung, das ist schon gut. Schön, wie der Zug sich verhält. Er hält genau diese 33 km/h. Wahnsinn. Ich glaube, da oben ein echt Lokführer sein, das ist schon geil. Muss schon ein cooles Gefühl sein, ganz ehrlich. Ist jemand von euch schon mal im echt mit den Arosa Express gefahren? Oder Bernina? Das muss schön sein, oder? Für Eisenbahnfreunde perfekt. Ja, jetzt geht er mal auf 34, aber ist okay. 30 lassen wir noch dulden. Ah, er will aber nur noch 30. Das ist, wenn die Lok defekt ist, da ist ein... Jetzt geht's hier schön über den Viadukt. ...6% Steigung. Boah, das ist schon übel. Sicherheitsmagnet wahrscheinlich gewesen für Bergabfahrt, wenn der Zug so schnell wird. Aber schön, wie man sich hier das Bergmassiv hochschwingelt. Ja. Ich glaube, die Lokführer hier sind zu beneiden. Klar, nicht die. Das würde ich mal sagen, nicht das neueste Fahrzeug hier, aber Nostalgie, oh, zuverlässig. Weiß ja nicht, fahren da mittlerweile andere Fahrzeuge? Ich denke nicht. Aber diese Züge waren ja recht zuverlässig eigentlich. Ah, schön Viadukt. Das Viadukt hätten wir anscheinend nur 30 fahren dürfen, aber
Also. Ich weiß nicht, hier ist keine direkte Ankunftszeit. Ach so, weil das nur über Ort fahren ist. Das ist noch kein Bahnhof. Hier oben ist ja auch nichts. Warum sollte hier ein Bahnhof sein? Hier machen wir mal eine Passagierfahrt. Das heißt, wir setzen uns einfach hinten rein, fahren einfach mal mit und genießen die Aussicht. Boah, schaut euch dieses Massiv hier an. Herrlich. Das ist ein Streckenmassiv vom Feinsten. Immer gleich in Lüren oder Lüren, ich denke Lüren, so Französisch, Schweiz, Italienisch, wie soll ich sagen. Na, da haben wir aber dann gesperrtes Signal da oben, anscheinend müssen wir doch anhalten. Diese Schlangenlinie fahren. Wahnsinn. Boah, da geht's runter, ne? Wenn hier der Zug entgleist, dann. Boah, mein lieber Schwalier. Gute Nacht. Daran möchte man gar nicht denken. Aber ich denke, hier wird alles so gut gewartet. Da wird es niemals einen Schienenbruch geben. Ah, deswegen. Der Gegenzug wartet. Sage ich doch. Natürlich die Verspätung hier ausgelöst. Der Kollege ist jetzt ein bisschen sauer wahrscheinlich. Dürfen wir dann auch mal 35 fahren. Das sind ja schon richtige Höchstgeschwindigkeiten hier. Ich würde sagen, in Peist machen wir dann Cut mit dem Video. Und bringen den zweiten Teil einfach als neues Video raus, ja. Ich denke, so machen wir's. Aber schön, wie die Geschwindigkeit regeln. Das gefällt mir richtig. Weil hier oben müsste man hin und her schalten. Das wäre echt ein Problem dann. Rückschwindigkeit.
Spiegel machen wir mal aus. Brauchen wir hier nicht. Wir sind für die Stadt. Nicht, dass wir noch irgendwo hängen bleiben. Ist mir ein bisschen spät eingefallen, oder? Ja. Richtig schneit es hier auch schon. Ich denke mal, das ist genauso an der Grenze, dass man fast eine Zahnradbahn gebraucht hätte. Ja, mit dieser Lok geht es wahrscheinlich recht gut auf, auch bei schwierigen Verhältnissen. Ab und zu sind hier Geschwindigkeitsbeschränkungen, die mir da oben in dem Display, glaube ich, gar nicht angezeigt werden, oder? Aber das sind diese Schilder wahrscheinlich, die hier gehen. Ich habe mich schon gefragt, was das heißt. Aber dann wissen wir es jetzt. Wieder ein Stück schlauer. Steigung, das ist schon wieder heftig. Aber das steckt die einfach weg. Schauen wir mal, da steht 60. Sich da jetzt was gleich tut an der Geschwindigkeit. Nee, aber da steht 30. Das heißt jetzt wahrscheinlich, dass wir 30 fahren sollen. Auch nicht. Check ich nicht. Doch, jetzt. Das gilt für das Viadukt. Was Viadukt fährt man mit 30. Auf der freien Strecke darf man dann wieder 33. Das ist gut gemacht. Die Viadukte hier, die muss man schon, die sind nicht mal so einfach zu renovieren von heute auf morgen. Da muss man schon genau aufpassen. Langsam immer höher die Luft wird, ne? Aber der Ausblick immer schöner. Wow. Es ist schön, weil man nach jeder Kurve nicht weiß, was kommt. Es ist echt spannend, auch wenn man so langsam fährt. Hier oben kommt es einem gar nicht so langsam vor, muss ich euch ehrlich sagen. Engen Kurvenradien fährt, sowieso nicht. Das scheppert und knallt und ja. Gar nicht dran denken, wie das hier.
Pedale gibt es ja auch. So, jetzt erreichen wir dann Peist. Halten wir nicht überall. Sind wir nicht irgendwie so ein Regionalzug oder? Anscheinend nicht. Steigung geht weiter mit 6 Promille. Boah, schaut euch das an hier am Abgrund. Boah. Da braucht man als Lokführer schon Nerv. Da wird es auch mal einen anders, ne? So am Abgrund da. Wir klimmen uns immer weiter hoch. Schlimm wird's, wenn hier ein Zug kaputt geht hier oben. Wie evakuiert man hier die Menschen? Kommt wahrscheinlich mal ein Ersatzzug dran gezogen oder haben die irgendwie eine Abschlepplok? Aber schön ist es nicht, muss ich euch sagen, wenn der da stehen bleibt. So, noch 600 Meter, dann haben wir unseren ersten Bahnhof erreicht. Peist. Der Ruhr peist. Und Signal steht auf Rot hinter Peist, heißt eventuell könnte da wieder ein Gegenzug kommen. Nach Peist reinfahren. So, Leute. Willkommen im Peist. Wir beenden diesen ersten Teil jetzt. Von der Rätischen Bahn hier, von Kurausa. Mit diesem Ausblick und ja, ich wünsche euch was. Macht's gut. Wir sehen uns dann zum zweiten Teil. Euer Gamer, ciao.